Herzlich willkommen zu unserer zweiten Impact-Veranstaltung. Wie gehen wir mit unseren Kindern um in unsicheren Zeiten? Das letzte Mal haben wir auf die Kinder im ersten Jahr SIPT geguckt. Und dieses Mal war Ihr Wunsch, dass wir auf die Kinder im zweiten Jahr SIPT schauen. Und in meiner Vorbereitung habe ich jetzt einen relativ großen Bogen mir mal vorgenommen. Und da bis jetzt auch keine Fragen da sind, fange ich einfach mal an und hoffe, dass das ein oder andere für euch interessant sein wird. Mich berührt es wieder sehr, dass ich hier diesen Vortrag für euch halten darf. Und ich bedauere nochmal, dass uns das erst so spät eingefallen ist, aber immerhin, es ist uns eingefallen. Und unsere Kinder, eure Kinder werden noch eine Weile im zweiten Jahr SIPT sein. Und wenn wir jetzt das erste Jahr SIPT angeschaut haben und da gesehen haben, diese zwei Mottos der Waldorferziehung heißen Vorbild und Nachahmung und die Welt ist gut. Und wenn wir jetzt auf das zweite Jahr SIPT schauen, dann finden wir da diese beiden Mottos, die Welt ist schön und der Lehrer, die Eltern als liebevolle Autorität. Was heißt das jetzt? Das ist ja doch ein spannendes Motto, die Welt ist schön. Da gehen die Kinder mit der Schultüte in die Schule und sollen jetzt für das zweite Jahr SIPT mit dem Motto ja, identifiziert werden, die Welt des Kindes möge schön sein. Jetzt könnte man ja sagen, was hat das denn mit Lernen zu tun? Und der Lehrer möge eine liebevolle Autorität sein. Und Rudolf Steiner war es immer wieder sehr wichtig, wenn er in Stuttgart die Waldorfschule besucht hat, die Kinder zu fragen, Kinder, habt ihr euren Lehrer lieb? Und er hat auch immer die Lehrer gefragt, Lehrer, habt ihr eure Kinder lieb? Und damals, als ich das erste Mal gehört habe, da klang das ja noch so ein bisschen naiv. Heute, mit allem, was wir wissen, wissen wir, dass wir durch das Gefühl angesprochen lernen, dass die Kinder für jemanden lernen, dass sie es für jemanden schön machen wollen, dass sie im zweiten Jahr SIPT noch überhaupt nicht diesen Bezug haben, den viele von uns als Eltern haben, dass die Kinder sozusagen für ihr Leben lernen mögen. Ja, dieses zweite Jahr SIPT können wir wieder in drei Abschnitte uns anschauen. Es geht ja im zweiten Jahr SIPT darum, dass der Astralleib Stück für Stück frei wird und geboren wird. Der Astralleib, dessen Aufgabe Leib gebunden ist, die Organe zu differenzieren. Sie erinnern sich, der Ätherleib hatte im ersten Jahr SIPT die Aufgabe, für Wachstum zu sorgen, für Regeneration, für Ernährung. Und wenn er sich befreit, dann steht er Stück für Stück dem Denken zur Verfügung. Und das endet mit dem Zahnwechsel, der sozusagen das Bild dafür ist, dass die körperliche Entwicklung des ersten Jahr SIPT abgerundet ist und jetzt diese Lebenskräfte zur Verfügung stehen zum Denken, zur Sinneswahrnehmung. Und jetzt im zweiten Jahr SIPT beginnt sich der Astralleib, der Leib gebunden für die Organdifferenzierung zuständig ist. Und es ist ein so wundervoller Aspekt der Waldorfpädagogik, den wir gerade heute dringend brauchen, dass wir uns reindenken, dass es Kräfte gibt, die einerseits im Leib wirksam sind und dann andererseits zu ihrer rechten Zeit leibfrei und im zweiten Jahr SIPT
die Kräfte des Astralleibs eben für die Gefühle zur Verfügung stellen. Dann bekommen wir auch einen ganz anderen Blick für den Zusammenhang, den wir heute in der Psychosomatik ja immer mehr feststellen, dass es da eben einen Zusammenhang gibt zwischen der körperlichen Entwicklung und der seelisch-geistigen. Das ist auch ganz wichtig für die Frage, die uns ja beschäftigt, wie bleiben wir denn gesund, dass das ein Aufeinanderwirken ist, nichts voneinander Unabhängiges. Ja, und im ersten Drittel dieses zweiten Jahrhunderts, 7, 8, 9, da wird zunächst das Gesicht ausdifferenziert, Augen, Nase, Mund, und dann lösen sich diese Kräfte aus dem Gesicht, aus dem Kopfbereich, und die Kinder verbinden sich mit ihrem Gefühl, was jetzt neu erwacht, mit den Geschichten, die der Lehrer ihnen erzählt. Mit den Märchen, die sie in der Schule in der ersten, zweiten, dritten Klasse mit verschiedenen Themen hören. Und die können dann auch nacherzählt werden, denn mit dem Gefühl wird auf eine ganz andere Weise das Gedächtnis angesprochen, als das im ersten Jahrhundert geschehen konnte. Und dann in diesem zweiten Teil, 10, 11, 12, nachdem die Kräfte dieses Astralleibes, ich fordere sie ein bisschen heraus, aber das macht ja nichts, nachdem die sozusagen das Herz-Lungen-System, dieses rhythmische mittlere System des Menschen differenziert haben, lösen sie sich jetzt heraus und es kommt eine neue Gefühlsqualität dazu. Und das merken wir besonders im 10. Lebensjahr, wo wir diesen wichtigen Ich-Punkt im zweiten Jahrhundert haben, der so ein bisschen auf einer anderen Ebene vergleichbar ist mit dem Trotz um die 3 Jahre herum. Das ist ja so ein Ich-Knotenpunkt, der mehr mit dem Wollen zu tun hat im ersten Jahrhundert. Und jetzt dieser Rubikon im 10. Jahr, wo das Ich des Kindes gefühlsmäßig erfasst wird. Das ist die Zeit, in denen die Kinder auf ganz unterschiedliche Art und Weise erfassen, ich bin ein kleiner Ich-Mensch und ich bin für mich. Und dieses Gefühl, was sie so natürlich nie ausdrücken könnten, das zeigt sich in diesen ganzen Findelkind-Geschichten, dass die Kinder auf einmal merken, ich bin anders als meine Eltern. Ja, und wohl möglich, diese ganzen wundervollen Verwechslungsgeschichten der fantasiereichen Kinder, haben meine Eltern mich vertauscht im Krankenhaus. Kann ja wirklich sein, weil ich bin so anders. Ich passe hier gar nicht rein. Dieses Empfinden, was wir dann immer wieder haben als Ich-Mensch in unserer Einmaligkeit. Und das ist ja das Besondere des Menschseins. Wir sind auf der einen Seite alle Menschen, Kopf, 2 Hände, Arme, 2 Beine, wir sehen alle gleich aus, prinzipiell. Das Prinzip Mensch. Und dann ist jeder von uns aber ganz eigen, ist eben in seinem Ich einmalig und wird seine eigene Schicksalslebensbiografie leben und schreiben. Und diese Lebensbiografie, die hat nicht mit der Geburt begonnen und die wird nicht mit dem Tod enden. Und ich denke, gerade in den heutigen Zeiten brauchen wir diese Erweiterung, müssen wir die Türen aufstoßen in ein Denken an ein vorgeburtliches und ein nachtodliches, an diesen ganz eigenen Schicksalsweg, den die Kinder gehen wollen. Und den wir mit erfassen, wollen wir ihnen gerecht werden. Und in diesem 10. Lebensjahr haben die Kinder ein Empfinden, ein Fühlen für diese Situation. Und dieses Fühlen ist oft ein tiefer Schmerz. Wir kennen das alle, dass wir diesen Momente haben, wo wir merken, in unserem Ich sind wir ganz allein.
Es ist eine tiefe Einsamkeit. Und diesen Schmerz auszuhalten, ist ein gewaltiger Entwicklungsschluckauf, der aber zum Leben dazugehört. Und viele von uns und wir alle versuchen immer wieder, uns über diesen Schmerz hinwegzutäuschen. Und es ist ja auch gerade aus diesem Grund so wichtig, dass wir uns in Freundschaften verbinden, im Sozialen nah sind. Gleichzeitig ist eben dieses Gefühl der Einsamkeit auch auf einmal die Realität, dass das Leben, dass es den Tod gibt. Oftmals ist es auch gerade in dieser Zeit, dass tatsächlich Großeltern sterben und die Kinder wirklich konfrontiert sind mit diesem Sterben. Und dann ist es natürlich eine Aufgabe für die Eltern und Erzieher, mit dem Kind liebevoll das zu begleiten. Oft ist es auch gerade in dieser Zeit, dass Eltern sich trennen oder dass ein Umzug ansteht. Und das macht oft wirkliche Kerben, die später dann zu Problemen führen können, die dann bearbeitet werden müssen. Gleichzeitig erleben die Kinder, dass die Welt ungerecht ist. Waren sie überzeugt mit 7, 8, 9, der Lehrer hat immer recht und was er macht, ist immer richtig und auch was die Eltern machen, ist richtig, dann erwacht jetzt eben im Herzen, hier ist ja auch die Stimme unseres Gewissens, erwacht dieses Gefühl von, der Lehrer täuscht sich. Die Eltern können sich täuschen, die sind nicht nur gut, die sind sogar manchmal ungerecht, ja, die liegen sogar falsch. Das ist tatsächlich eine tiefe Erschütterung, wo es auch wieder darauf ankommt, wie gehen wir damit um? Wie begleiten wir die Kinder durch diese Phase hindurch? Gleichzeitig ist diese vierte Klasse oft auch mit einer starken Rüpelhaftigkeit verbunden. Also ich habe 4 Jungs und immer in der vierten Klasse gab es mindestens einen Themenelternabend, dass die Jungs sich boxen und raufen. Und wie? Und das ist ja auch wiederum letztlich ein Ausdruck dessen zu sagen, ich möchte mit dir sozial in Kontakt sein. Also man rauft sich ja nicht mit jedem, meistens mit denen man irgendwie was zu tun haben möchte. Also einerseits diese Einsamkeit, andererseits der Wunsch nach einer neuen Art von Beziehung. Und dann kommen wir in diesen dritten Abschnitt, 12, 13, 14, wenn sich jetzt der Astralleiter, er hat die ganzen Geschlechtsorgane differenziert und löst sich jetzt raus und wir kommen in den Bereich der Vorpubertät. Ähnlich wie das Vorschulalter von 5 bis 7, keine leichte Zeit, die wir Eltern oft schon mit der Pubertät verwechseln, die aber in ihrem Ausdruck einen ganz anderen Charakter hat. Der Henning Köhler schreibt so schön über die Wichtigkeit in dieser Zeit, die Möglichkeit der Kinder in ein platonisches Liebeserleben hineinzukommen. Und das kann man erleben, dass auf einmal die Kinder zwischen 12 und 14 ja für sich eine Liebe entdecken. Und ob das jetzt eine Freundin ist oder ob das ein Freund ist, ob das ein Onkel ist, auf einmal entbrennt diese Liebesfähigkeit. Und wir tun gut daran, die nicht zu verwechseln mit einer vorzeitigen Liebe, in der auch nur das Geschlechtliche irgendeine Rolle spielt, denn damit erschüttern wir die Kinder und tun ihnen Unrecht. Denn darum geht es überhaupt nicht. Und Henning Köhler hat so schön beschrieben, wie diese platonische Liebe die Verbindung hat zu einer Kreativität, auf die die Kinder, wenn sie das erleben dürfen, immer wieder zurückgreifen können. Und es ist natürlich eine wundervolle
Möglichkeit zu lieben, da werden Sie mir alle zustimmen, ohne das ganze Kladderadatsch, was dann in dem dritten Jahr siebt kommt und uns unser Leben lang beschäftigt, diese körperliche Anziehung und Abstoßung zwischen Mann und Frau. Das sind also diese drei Abschnitte, über die wir ja natürlich selber lange sprechen könnten. Und sicherlich kann man sagen, bis zum 10. Lebensjahr, wenn der Rubikon überstanden ist und tatsächlich das Kind in sich stabil ist zwischen seinem Herz-Lungenschlag, denn das gehört ja dazu, dass überstanden. Wenn der Rubikon gut gelebt wurde, dann stellt sich eben dieses Verhältnis physiologisch ein zwischen Atem und Puls von 1 zu 4. Ein Atemzug auf 4 Pulsschläge in Ruhe, so wie das durch das ganze Erwachsenenleben sein wird. Und diese Verankerung unserer Ich-Organisation gibt den Kindern eine entsprechende Verankerung und einen Halt, mit dem auch verbunden ist, dass die Stimme des Gewissens erwacht und dass so langsam auch und dann ab 12 wirklich mit den Nachrichten dieser Welt immer noch unter der Vorverdauung von Eltern und Erziehern umgegangen werden kann. Und ich denke, das ist schon mal etwas sehr Wichtiges, denn in dieser Zeit jetzt gibt es ja eine Fülle von Nachrichten und Informationen. Und wenn wir ehrlich sind, fällt es uns als Erwachsenen schwer, die zu verdauen, an ihren Platz zu stellen, uns damit in eine Verbindung zu setzen. Letztendlich sind wir alle mehr oder weniger überfordert. Wir alle wollen eigentlich nur noch, dass es irgendwie aufhört. Und wenn wir uns das vorstellen, wie es uns als Erwachsenen geht, so ist es tatsächlich eine wichtige Aufgabe, auch unsere Schulkinder nicht unnötig mit diesen Tatsachen zu konfrontieren und zu belasten, sondern da für sich selber vorher eine Haltung gefunden zu haben, die wir vermitteln können. Denn das ist ja das Nächste, wenn es jetzt heißt, die Kinder suchen diese liebevolle Autorität. Ja, wenn jetzt der Astralleib so langsam erwacht und mit ihm die Gefühle, es gibt ja nichts Schöneres als Gefühle. Gefühle sind ja was Wundervolles und wir können sie ja nicht herbeiholen. Wir wissen nicht, wie werden wir uns fühlen. Wir können uns wohl an unsere Gefühle erinnern, aber ein erinnertes Gefühl ist noch lange kein Gefühl. Und wie oft werden wir von unseren Gefühlen überrascht? Und zwar im ganzen Farbspektrum. Und jetzt ist ja die Frage mit unseren Gefühlen, wer führt hier wen? Das ist so ähnlich wie mit dem Hund und seinem Herrchen. Meine Schwiegertochter, die hat einen ganz goldigen Pudel, der heißt Dino. Und der freut und erfreut jeden, aber was er eben überhaupt nicht tut, ist Folgen. Das heißt, der spaziert hin, wo er will und sie läuft dann hinter ihm her. Und weil beide so nett anzusehen sind, kriegen sie auch nirgendwo Ärger. Aber als ich die beiden beobachtet habe, da habe ich mir gedacht, ja genau so geht es uns oft, wenn wir unseren Gefühlen hinterherlaufen. Wenn wir gar nicht mehr Herr unserer Gefühle sind, wenn wir nicht mehr die Leine in der Hand haben und unsere Gefühle führen, sondern wenn die uns an der Leine haben und mehr oder weniger hinter sich herziehen. Und wenn das schöne Gefühle sind, dann ist es ja noch wunderbar und wir können drin schwelgen. Und gleichzeitig gilt auch hier, was ist das gesunde Maß? Eine ganz andere Frage ist es, wenn das Gefühle sind, die eben schwierig sind.
Wer geht mit diesen Gefühlen um? Und jetzt sind wir im Bereich des Lebenslernens. Und es ist eine lebenslange Aufgabe und Herausforderung für uns Erwachsene und Eltern und Erzieher, einerseits ein möglichst differenziertes Gefühlsleben zu entwickeln und andererseits diese Gefühle, ja, zu führen, dass wir sozusagen immer wieder neu üben, mit unseren Gefühlen umzugehen. Und ehrlich gesagt, hört das ja nie auf. Ich habe das gerade in diesen Tagen wieder schmerzlich erleben müssen, dass das nie aufhört. Und wie egoistisch unsere Gefühle in aller Regel sind. Denn es sind unsere eigenen Gefühle. Mein ältester Sohn ist gestern nach Costa Rica ausgewandert. Sie glauben nicht, was mir das zugesetzt hat. Am liebsten hätte ich ihn gerne neben mir sitzen gehabt, möglichst so, wie es war, als er Junge war. Also meine Gefühle gingen total mit mir durch. Und ich habe wirklich sehr, sehr mich anstrengen dürfen, die letzten Wochen mir immer wieder klarzumachen, dass es eben gilt, loszulassen, dass er sein Leben führt und sehr zufrieden und glücklich ist mit seiner Entscheidung. Und ich herausgefordert bin, mit meinen Gefühlen, mit meinem Abschiedsschmerz umzugehen. Also, das ist auch das, womit Sie Ihren Schulkindern Vorbild sind, dass die an Ihnen lernen, was für eine Gefühlshygiene haben Sie. Einerseits, dass wir nicht nur das Wort schön kennen und andererseits, dass wir der Herr unserer Gefühle immer wieder neu werden. Warum sage ich das? Die Gefühlserziehung der Waldorfschule, das wird mir immer deutlicher, steht absolut im Mittelpunkt. Und jetzt soll ja eigentlich im zweiten Jahr SIPP gelernt werden. In den Staatsschulen gibt es Noten. Und wenn wir uns jetzt fragen, warum gibt es denn in der Waldorfschule eigentlich so wenig Leistungskontrollen in diesem zweiten Jahr SIPP, so hängt das genau damit zusammen. Denn nur das Gefühl der Begeisterung für den Lernstoff oder die Liebe für den Lehrer lassen die Kinder frei in ihrem Lernen. Sie lernen dann, weil sie es gerne tun wollen, entweder aus Begeisterung oder aus Liebe. Und selbstverständlich ist es eine Herausforderung an uns Eltern und an die Lehrer, die Kinder zu begeistern oder gefühlsmäßig und deswegen diese liebevolle Autorität gefühlsmäßig zu verpflichten, dass man etwas macht, weil man es für den Lehrer macht. Eine ganz andere Situation ist das, wenn gelernt wird aus Leistungsdruck, um gut zu sein, um nicht schlecht zu sein, oder in Konkurrenz mit seinem Nachbarn. Oder aus Angst vor schlechten Noten. Aus Angst in der vierten Klasse diesen Übergang nicht zu schaffen. Das gehört noch zu unserem Rubikon-Thema dazu, dass es schon interessant ist, dass ausgerechnet mit 10 diese Frage sich stellt in den Staatsschulen, wie wird die weitere Schulbildung aussehen und für die Eltern das eine unglaubliche Bedeutung hat, dieser Notendurchschnitt und dieser Druck. Und wenn die Kinder aus Druck lernen, aus diesen verschiedenen anderen Gefühlen heraus lernen, dann sind sie eben in ihrem Leben nicht frei. Und jetzt werden Sie mich vielleicht fragen, ja, was ist denn da der Unterschied? Und der Unterschied ist ein ganz feinstofflicher,
der sich aber später immer deutlicher zeigen wird. Lebe ich mein Leben, weil ich das Gefühl habe, es ist meins und ich begeistere mich für meinen Beruf. Ich lebe aus Liebe für meine Familie, meinen Alltag. Oder bin ich getragen von Pflicht, von Leistung, von Konkurrenz, von Macht? Und da hören Sie auf der einen Seite die Stimme des Ichs, diese kleine, zarte Stimme, um die wir uns ja immer wieder versuchen, ja uns der zu nähern, oder diese Stimme unseres Egos. Und die Stimme unseres Egos, die führt zu Abspaltung, zu Trennung. Sehr oft zu der Trennung von mir selbst. Und diese Erziehung aus Leistung führt dann später zu diesen vielen Selbstwertthemen in der Lebensmittelkrise oder im Studium, wenn wir immer mehr merken, was treibt uns eigentlich an? Was ist das Motiv? Also können wir sagen, was für ein großes Glück, dass die Kinder keine Noten haben, dass sie sich nicht vergleichen mit ihrem Nachbarn, dass es keine Sternchen an der Tafel gibt, sondern dass die Kinder motiviert werden, das zu lernen, was sie gerne lernen möchten, aus Begeisterung oder aus Liebe zu den Bezugspersonen. Und diese Art zu denken ist doch tatsächlich unglaublich ungewöhnlich und neu in unserem Erziehungssystem. Aber zu erhalten durch das zweite Jahr siebt hindurch, ist für die Kinder in der späteren Entwicklung, wenn sie erwachsen sind, wird es einen Unterschied machen. Ja. Und jetzt wollen wir uns noch für einen Moment dieser Frage der Angst zuwenden, die ja auch ein Gefühl ist. Und selbstverständlich gehört die Angst zum Leben absolut mit dazu. Sie ist sogar ein guter Begleiter, denn sie warnt uns vor Tollkühnheit. Also ein gesundes Maß an Angst führt zu einem gesunden Maß an Selbsteinschätzung. Was passiert aber, wenn wir uns anstecken lassen als Erwachsene, als Eltern und Erzieher, wenn wir uns anstecken lassen von Kognokokken? Das sind also sozusagen fremde Gedankenbakterien, könnten auch Gedankenviren sein. Oder von Emotiokokken, Gefühlsbakterien und Viren. Im Moment sind die ja alle rumgeflattert im letzten Jahr. Und gerade wenn ich eine Situation nicht einschätzen kann, bin ich umso leichter ansteckbar. Die Angst führt zu einer Trennung der rechten und linken Gehirnhälfte. Das heißt, unser Ich findet keinen Landepunkt mehr. Das heißt, wenn wir über ein normales Maß an Angst hinausgehen, dann sind wir tatsächlich, sitzen wir wie das zitternde Kaninchen vor der Schlange. Und wir sind unserem Denken aus dem Ich heraus, in diesen Momenten sind wir weit davon weg. Wir merken es aber oft gar nicht. Es gibt ganz einfache Möglichkeiten der Überkreuzübung. Da habe ich ein Video auf YouTube gemacht, wo wir diese Verbindung wieder stärken können. Jetzt geht das Ganze aber noch weiter. Das ist schon grandios, denn vielleicht wiederhole ich mich, aber das schadet gar nichts. Wenn Sie früher in der Evolution vor einem Braunbären standen, dann war es gut, dass sich das entkoppelt hat und sie keinen Zugang mehr zu ihrer Ratio hatten und sie sich nicht mehr gefragt haben,
ist der Braunbär jetzt, welcher Gattung gehört er an, sondern es galt nur möglichst schnell, ja, die drei Grundmechanismen, fliehen, angreifen, totstellen, zu nutzen, um das eigene Leben zu retten. Wenn wir aber heute in Stress und Angst geraten, dann, gerade dann, brauchen wir Zugang zu unserem Stirnhirn, zu unserer Ratio, denn in aller Regel ist angreifen, fliehen, totstellen keine gute Strategie. Das Ganze geht aber noch weiter, dass nämlich in der Halswirbelsäule der erste und der zweite Wirbel wundervoll Atlas und Axis ineinander liegen. Und wenn wir jetzt in Angst geraten, dann verhaken die sich. Wenn man darauf aufmerksam wird, dann merkt man das. Es gibt ein wundervolles Buch, das heißt Der Selbstheilungsnerv. Da können Sie darüber viel lesen. Dieser Vagusnerv ist im Moment von vielen sehr diskutiert in seiner umfassenden Wirkung. Ja, und wenn wir jetzt in Angst geraten, dann verhaken sich ein Stückchen Atlas und Axis und das hat eine Wirkung auf diesen Vagusnerv, nämlich dass wir in Stress geraten. Aber es geht noch weiter. Es gibt Arterien, also Gefäße, die Sauerstoff in unser Gehirn bringen, die also unser Gehirn versorgen. Und immer wenn wir in Stress kommen und diese Verhakung stattfindet, dann werden die zugedrückt, wie abgeklemmt. Das kann man sich vorstellen, als würden sie den Schlauch im Garten zudrücken und es kommt dann kein Wasser mehr durch. Das heißt, in Stresssituationen wird gerade unser Stirnhirn oft nicht mehr entsprechend durchblutet. Ich finde diese Zusammenhänge wirklich gewaltig. Das heißt, wir brauchen alle Stress als Erwachsene und Eltern, gute Stressregulationstechniken und wir brauchen auch Kenntnis über diese Tatsachen, damit wir überhaupt wieder die Voraussetzung herstellen können, uns in eine Haltung zu dem Geschehen zu bringen. Und tatsächlich können wir sagen, egal wie wir zu dem Pandemiegeschehen des letzten Jahres stehen und aus welchem Grund wir mit unserer Angst zu tun hatten, ist es doch eine wichtige Notwendigkeit, dass wir uns mit unserem Ich in eine Haltung bringen, und zwar für unsere Kinder. Dass wir eine Haltung entwickeln, wie wir uns zu unserer Angst stellen wollen. Dass wir auch einen realen Umgang mit ihr bekommen. Das ist unsere Aufgabe als Erzieher und als Eltern. Und tatsächlich muss ich jetzt sagen, dieses Pandemiegeschehen hat mich zu keinem Zeitpunkt geängstigt, aber auch ich kenne Angst. Ich weiß noch gut, als ich mit meinem zweiten Sohn schwanger war, die Geburt meines ersten Sohnes war so massiv, dass ich für ein paar Wochen wie aus meinem Häuschen war. Entsprechend hatte ich vor der Geburt meines zweiten Sohnes solche Angst, dass ich gedacht habe, ich weiß gar nicht, wie ich das überstehen soll. Und dann wurde mir ja klar, jeder, der schon mal schwanger war, weiß das, man kann ja aus diesem Zug nicht aussteigen. Es gibt ja außer der Endhaltestelle keine Haltestelle mehr. Das heißt, das war für mich eine Herausforderung, auch mit dieser Angst einen Umgang zu finden. Und wenn es keinen Ausweg gibt, ja, dann sagt uns unser gesunder Menschenverstand, dann warten wir mal ab, wie es wird. Das haben ja schon viele überstanden. So war es bei mir dann nebenbei gesagt ja auch. Und auch andere Stellen in meinem Leben haben mich schon sehr geängstigt. Und dann ist tatsächlich diese Frage, wie nah lasse ich diese Angst an mich heran? Wir lassen unsere Kinder auf die Straße gehen. Wir lassen sie zum Bäcker gehen. Wie vertrauen wir ihnen? Wie vertrauen wir unserem Verhältnis? Was für eine gute Gefahreneinschätzung kennen wir? Und, das ist der nächste Schritt,
Welche Regeln und Maßnahmen ergreifen wir, damit wir uns sicher fühlen? Das heißt, auch in dieser Pandemiezeit finde ich es absolut in Ordnung, wenn Sie in Ihrer Familie Regeln und Maßnahmen ergreifen und ergriffen haben, so dass Sie sich sicher fühlen konnten und dann wieder zu einem angstfreien Umgang mit Ihren Kindern finden konnten. Denn das ist das, was sich die Kinder wünschen. Denn egal wie schlimm eine Situation werden wird, so ist genau das um die Wichtigkeit unseres Vorbildes, den Kindern zu zeigen, auch durch schwierige emotionale Zeiten können wir miteinander durchgehen. Auch wenn es uns, wie in dem Fall, ängstigt. Und eine Tauglichkeit von Maßnahmen zeigt sich einerseits an ihrer sachlichen Bedeutsamkeit und aber andererseits mindestens ebenso an dem, was für ein Gefühl vermittelt mir das. Und können wir wieder humorvoll, freudig und leicht in unseren Alltag hineingehen? Und ich habe schon das letzte Mal gesagt, ich habe den Eindruck, dass all unser Lebenslernen, auch gerade in unseren Bezügen, ja jetzt quasi wie eine Vorbereitung waren, um jetzt mit dieser aktuellen Situation umzugehen. Wenn wir jetzt noch einen Schritt weitergehen, so machen ja unsere Kinder Fehler. Und in der Schule im zweiten Jahr SIPT machen sie auf jeden Fall Fehler. Und immer wenn ich ihre Kinder zur ESO-Untersuchung habe und mich sehr freue, sie zu erleben, dann staune ich immer wieder, welche Angst die Kinder haben, Fehler zu machen. Und es gehört zu einem des Wichtigsten für mich in dieser ESO, den Kindern ein Prüfungserlebnis zu geben, denn das ist es ja, die Kinder sind ja nicht doof, die merken ja, dass sie hier mit mir durch einen Pilotenführerschein durchgehen. Eine Prüfung mit ihnen zu erleben, die leicht ist, in der es nicht darauf ankommt, keine Fehler zu machen. Das Erfolgskonzept von Toyota war ja, dass alle Fehler geteilt wurden unter den Mitarbeitern, dass man direkt scharf darauf war, von den Fehlern zu hören, denn nur so konnte man ja aus Fehlern lernen. Das heißt, der nächste Punkt ist, vielleicht geht es dem einen oder anderen von Ihnen jetzt langsam so, dass Sie merken, boah, ich habe diese Situation im letzten Jahr falsch eingeschätzt. Mir könnte es ganz genauso gehen, dass ich jetzt hier stehen würde und sagen würde, okay, ich habe da was falsch eingeschätzt. Und ehrlich gesagt, ist das ja sehr verständlich, dass einem das so gehen kann. Und wenn wir jetzt aufmerksam die Nachrichten lesen, dann merken wir ja an den Nachrichten, ob jetzt zu den Intensivbetten oder zu vielen anderen Geschehnissen auch noch, dass wir auf einmal uns fragen, sage mal, was ist eigentlich passiert? Und spätestens jetzt gilt es ja für jeden Einzelnen von uns, wieder in ein neues Verhältnis zu kommen. Und auch hier können wir unseren Schulkindern Vorbild sein, dass wir nicht unsere Fehler vertuschen, Fehler einer falschen Einschätzung, sondern dass wir dazu stehen und sagen, ja, es ist ja eigentlich kein Wunder, denn das ist ja nicht mein Fachgebiet, dass ich die Situation gutgläubig so eingeschätzt habe und womöglich unsere Familie dadurch verunsichert habe. Sie würden damit ihren Schulkindern ein großes Vorbild sein im Lebenslernen. Denn die Fehler im Leben und auch die Fehler in der Schule sind ja dazu da,
dass wir aus ihnen lernen dürfen. Nur so können wir uns entwickeln. Wir entwickeln uns an unseren Fehlern. Auch das ist ein neuer Gesichtspunkt, dass also nicht jeder Fehler rot angestrichen wird, sondern eigentlich müsste jeder Fehler grün angestrichen werden, denn er ist die Einladung zur Weiterentwicklung. Wilhelm Busch wusste das, denn der hat gesagt, aus Fehlern wird man klug, drum ist einer nicht genug. Selbstverständlich kenne auch ich diese Scham im Herzen, wenn ich einen Fehler gemacht habe. Und diese Scham, dass man es nicht wieder gut machen kann, das ist etwas, das gehört zu uns, zu dem Leben als Eltern einfach dazu. Da kommen wir nicht drum rum, denn so gut wie wir sein wollen, Gott sei Dank sind wir nicht perfekt, Gott sei Dank machen wir Fehler. Und wenn es nur dafür ist, ich freue mich tatsächlich über jeden Fehler in meiner erwachsenen Umgebung, wenn Kinder da sind, weil damit deutlich wird, auch die Erwachsenen machen Fehler, nicht nur die Kinder, denen wir so gerne die Fehler ziemlich deutlich sagen. Ja, und dann auch einzustehen dafür und uns zu fragen, wie können wir es wieder gut machen? Denn das ist ja das Doofe an Fehlern, dass wir es nicht ungeschehen machen können. Meine Güte, was wäre das für eine Größe, wenn sich jetzt mancher hinstellen würde und sagen würde, es tut mir von Herzen leid, da bin ich einer Fehleinschätzung aufgelaufen. Selbstverständlich gehört es dazu, dass man dafür Verantwortung übernimmt. Das geht uns Eltern ja auch so in unserem kleinen Rahmen, dass wir Verantwortung für unsere Fehler übernehmen und dass wir uns Gedanken machen, bei wem möchte ich mich entschuldigen? Bei wem möchte ich fragen, was kann ich tun, damit wir diesen Fehler ja so gut wie es geht, erstens aus ihm lernen und zweitens ihn wieder ausgleichen können. Das wäre ja höchste Zeitnotwendigkeit unseren ganzen Schulkindern im Moment gegenüber, tatsächlich in eine Haltung hineinzukommen. Es ist ja bekannt, die Zeit hat es vorletzte Woche auf der ersten Seite gehabt. Wir müssten uns bei unseren Schulkindern entschuldigen. Das hat mich berührt, dass endlich dieser Mut immerhin auf der ersten Seite dieser Wochenzeitschrift zu lesen war, diese mutige Fehleinschätzung. Und ich möchte nochmal sagen, wir helfen unseren Kindern selbst im Lauf ihres Lebens mit ihren Fehlern umzugehen. Und ich bin sehr glücklich, denn ich weiß, meine Söhne hatten da bei mir ein gutes Vorbild, denn ich habe mich wegen manchem Fehler und mancher Fehleinschätzung schämen müssen, um dann hinterher zu sagen, ich stünde nicht hier, wo ich heute stehe, wenn ich nicht so viel Lerngelegenheit gehabt hätte und die aber dann auch versuche zu nutzen, so gut es geht. Und auch hier wieder in den Humor zu kommen, denn, liebe Eltern, was uns am wenigsten hilft, ist der Selbstvorwurf. Darüber können wir ein andermal sprechen. Und ich komme jetzt auch zum Ende. Das heißt, wenn Sie Ihren Kindern in ihrem Lebenslernen, im Umgang mit ihren eigenen Gefühlen und mit ihrer Haltung Vorbild sind, dann können Sie Ihre Kinder am besten
begleiten durch dieses zweite Jahr Sibt hindurch in normalen Zeiten und auch in unsicheren Zeiten, die es ja in jeder Familie immer wieder gibt. Und immer wieder ist es unser Ich, das in aller Unsicherheit, die man ja auch in Trennungszeiten, in Umzugszeiten, in Krankheitsphasen erlebt, dass unser Ich Probleme mit dem Humor leicht machen kann und dass wir in jeder Lebenssituation mit unseren Kindern Dinge finden, an denen wir uns freuen können und Situationen gestalten können, in denen wir mit unseren Kindern erleben dürfen, das Leben ist schön. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.